Und nimm diesen Hadith noch von mir. Und er ist gewaltig bei Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte. Eine Überlieferung, die Al-Mundri als Sahih klassifiziert hat. Und auch, liebe Geschwister, Sheikh Al-Albani. Und auch Al-Tirmidhi. Und auch die großen Gelehrten, sie sagten, diese Überlieferung ist Sahih. Qala Rasulullah sautan mal'unan. Zwei Stimmen, die verflucht sind. Wo? Für Dunya und Akhira. In der Dunya und in der Akhira. Zwei Stimmen, die verflucht sind. Wo? In der Dunya und in der Akhira. Mizmarun inda ni'ma wa rannatun inda musiba. Rannatun inda musiba, yani sayha hazina. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, diese zwei Stimmen, die verflucht sind bei Allah. Und Fluch heißt, der Austritt aus der Barmherzigkeit Allahs. Allah muss diese Person bestrafen. Ist einmal Mizmarun inda ni'ma, die Gelehrten übersetzen es als Gesang. Das ist der Gesang und alles, was mit diesem leeren Gerede zu tun hat. Und Rannatun inda ni'ma, das ist, wenn die Frauen aufheulen, liebe Geschwister, wenn jemand aus ihrer Familie stirbt, dann weinen sie auf eine erbärmliche Art und Weise, wie es uns unsere Religion nicht beigebracht hat. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, höre diese Worte. Und damit will ich abschließen. Damit du für dich Sicherheit hast, dass du weißt, diese Musik ist haram. Und du weißt es sowieso, aber heute haben wir das vielleicht noch in deinem Herzen mehr bestätigt. Möge Allah azza wa jalla uns die Wahrheit annehmen lassen. Er sagte, Ibn Abbas radiallahu anhu, Al-Mizmaru haram. Die Flöte ist haram. Wal-Kuba ay-Tabl. Und die Trommel ist haram. Wal-Ma'azif haram. Und die Musikinstrumente sind haram. Diese drei brachte er in einer Überlieferung. Diese finden wir in einer ähnlichen Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jedoch gibt es Kritik an dieser Überlieferung. Aber von Ibn Abbas radiallahu anhu ist das authentisch überliefert, liebe Geschwister. Und daher sollten wir das mit unseren Herzen heute annehmen und dass wir ab heute zu Leuten gehören, die, wenn sie die Wahl haben zwischen Musik und Koran, sie hören den Koran. Du kannst auch von einem Rezitate hören, der dein Herz betört, solange er das nicht zu sängerisch macht. Na, weil es gibt Rezitatoren, das hat nichts mehr mit Koran zu tun, sondern das ist mehr Gesang als Koran. Du kannst aber von jemandem hören, der auch dein Herz betört. Aber es soll Koran sein. Und es soll Dhikrullah sein. Denn bei Allah, nur damit wird dein Herz Ruhe finden. Allah Azza wa Jal sagt, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken an Allah Azza wa Jal ruhig. Mit nichts wird dein Herz ruhig, außer mit dem Dhikr, mit dem Gedenken an Allah Azza wa Jal. Versuch, was du versuchen möchtest. Die Leute vor dir haben alles versucht. Versuche, was du versuchen möchtest, zum Schluss kehrst du zum Koran zurück, weil er ist der Einzige, der dein Herz ruhig macht. Möge Allah Azza wa Jalla uns Ruhe in unserem Herzen geben.